So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ostwind. Ich habe im Vergleich zum letzten Mal die Lieder ausgemacht, die Sounds tatsächlich, außer so Nebengeräusche und das Pferdewirren und die Sprachen. Weil ich zwischen der letzten Aufnahme und dieser liegt jetzt schon ein bisschen Zeit und zwischendrin sind die Folgen auch hochgeladen und da gab es ein paar Urheberrechtsprobleme. Und deswegen habe ich einfach nochmal von vorne angefangen. Also, was heißt von vorne angefangen? Die Musik einfach rausgenommen diesmal, damit nicht wieder irgendwelche Videos sind und man dann, wie sagt man, nichts mehr hört, weil ich das muten muss. Da kannst du doch kein Heu hinlegen, Mika. Siehst du, dass ich kann? Da kannst du doch kein Heu hinlegen, Mika. Da kannst du doch kein Heu hinlegen. So, der Frühjahrsputz ist beendet, Ostwind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Oh je. So ein Schmutzfink. Oder? Ich meine, hört ihr doch mal an, wie schmutzig der ist. Bobbys sauber machen. Irgendwas stimmt mit denen in seinen Augen nicht, oder? Fell glänzt wieder wie neu, Ostwind. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. So. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Anika, hast du kurz Zeit? Ich hätte da eine wichtige Aufgabe für dich. Mhm. Hallo Meister, um was geht's denn? Ich habe in der Nähe der Koppel Blumen gefunden. Gefährliche Blumen. Die wachsen da überall. Pferde sollten sie lieber nicht fressen. Aber Ostwind ist doch dauernd da draußen. Wenn der aus Versehen mal so eine Blume erwischt. Deshalb sollst du mir ja helfen und diese Blumen entfernen. Dann besteht keine Gefahr mehr für Ostwind und die anderen Pferde. Alles klar, Meister. Wird erledigt. Super, dass du mir hilfst, Mika. Ich habe dir den Bereich auf der Karte markiert. Dort findest du die gefährlichen Pflanzen. Okay, dann bin ich jetzt der Gärtner. Beim Sammeln müssen wir alle Objekte finden, die in dem markierten Gebiet liegen. Das Suchgebiet wird sowohl auf der Landkarte als auch in der Spielwelt angezeigt.
Ich vergesse jedes Mal, wie die Steuerung ist. Ist ein bisschen. Warte. Ja. Das hast du sehr gut gemacht, Mika. Jetzt können wir die Pferde wieder unbesorgt auf die Weide schicken. Mir ist da was ganz Doofes passiert. Okay, Sam, was ist denn passiert? Hast du deine Hose falsch schon angezogen? Sehr witzig. Aber nein. Ich habe unterwegs eine ganze Ladung Äpfel verloren. Der Sack hat wohl ein Loch gehabt. Die Äpfel sind vom Traktor gefallen. Ja, klare Sache von Fallobst. Wenn du dir mal keine Sprüche überlegst, könntest du dann die Äpfel für mich aufsammeln? Ich muss im Stall helfen. Aber nur, weil du es bist, Sam. Ich habe dir die Gegend markiert, in der ich unterwegs war. Die Äpfel müssten alle auf dem Weg liegen. Gut. Das ist immer ein Sammeldienst und Lieferdienst. Das sind aber große Äpfel. Fürs Einsammeln. Bitteschön. Das kostet dann 20 Mark. Mika, du wirst nicht glauben, was los ist. Viel zu viel? Was denn? Hat Archibald sich wieder wehgetan? Ist es schlimm? Nein, nein. Archibald geht es gut. Es ist Frau Holle. Sie ist schon wieder ausgebüxt. Wie schafft diese Kuh das nur immer? Sie kann noch nicht weit sein. Vielleicht erwischst du sie noch. Na gut, bin unterwegs. Oswin scheint müde zu sein. Geh mal erstmal zur Koppel. Ausruhen ist wichtig. Pferde sauber machen. Deine Hufe sind wieder tipptopp, Oswind. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Frau Holle ist gerade abgehauen, Mika. Fang sie bitte wieder ein. Sie kann noch nicht weit gekommen sein. Gut. Machen wir. Verfolgungen müssen wir so nahe wie möglich an den Verfolgten herankommen und kurz in seiner Nähe bleiben.
Wenn wir zu weit zurückfallen oder der Verfolgte sein Ziel erreicht, müssen wir es nochmal versuchen. Schneller, Ostwind! Okay. Wie kann denn die Kuh so schnell sein? Super, Ostwind. Fast geschafft. Super, Mika. Du hast Frau Holle erwischt. Hoffentlich bleibt sie jetzt endlich mal hier. Werden wir sehen. Ostwind hat Stufe 5 erreicht. Gut. Wir reiten erstmal aus. Okay, es lässt können wir die Umgebung von Gut Kaltenbach frei. Links und rechts sind wir schon lang. Was haben wir denn hier? Ein Blümchen oder was? Tippel, tippel, tippel. Wir lassen uns Zeit. Können wir ein bisschen alles erkunden. Oh, warte mal. Landkarte. Wir reiten geradeaus. Links, rechts, links. Und dann gucken wir mal, ob wir hinten zu den Ruinen kommen. Obwohl, geradeaus, wir gucken einfach mal, weil die Ruinen sind auch nicht schlecht, schätze ich. Was haben wir hier? Ach, auch was Wachsendes. Fingerhüte. Gut. Adlerfahne, okay. Wo muss ich lang? Geradeaus. Geradeaus, geradeaus oder geradeaus rechts? Geradeaus, geradeaus. Wo es eigentlich egal ist, weil wir bei beiden auf dieselbe Strecke kommen. Ach schön, da haben sie wenigstens auch dran gedacht gehabt. Müsste ich da lang, oder? Aber erstmal hier hinten ein Blümchen sammeln. Okay, muss ich mal gucken, wo ist hier die Brücke?
das hier? Nee. Nee, das ist in die andere Richtung. Wäre voll falsch gelaufen. Ein Füchschen. Ist aber trotzdem schade, dass wenn man hier ausreitet, man nirgendwo jemanden anderen entdeckt. Keinen anderen Reiter, keinen anderen Menschen, lediglich ein Füchse und Krähen. Schade, oder? Ich müsste theoretisch hier unten gleich links und dann komme ich nämlich auch hinten rum über die Ruinen, zu den Ruinen. Ich möchte mich gerne mal wissen, wie die Ruinen hier aussehen und was da eigentlich ist. Auf dem Rückweg schauen wir dann vielleicht mal beim dunklen Wald vorbei. Wieder was? Ist das wieder eine Skulptur? Natürlich! So, 57 von 120. Bin mal gespannt, ob wir alle finden. Ich glaube, ich mache das Ausreiten und so nur mal so. Ich möchte gerne die Hauptstory fertig bekommen und euch nicht zu viel verraten, sag ich mal, wo denn alle Standpunkte sind von den Schnitzereien. Die Ruinen schaue ich mir an. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Und würde sagen, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.